Servus, grüßt euch und herzlich willkommen bei dieser Folge Infraspaze. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schnell abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, droppt ein Follow, sagt Hallo. Ich würde mich freuen, euch kostet das alles gar nichts und mir hilft es vielleicht irgendwann beim Wachstum. Also, Infraspace, let's go! Warum haben wir denn kein Gelbes im Lager? Gelb brauchen wir 0,0, aber die Schulen brauchen doch Gelb. Ich weiß nicht, ob da überhaupt was gespielt wird. Das gespielt hier? Mal da gucken, da ist ein Auto drunter. Gar nichts irgendwie. Da wird gar nichts gespielt. Da dreht sich einfach eine Scheibe. Das Einzige, wo ich gesehen habe, wo was wirklich genau ist, ist hier im Lager. Da fahren die Stapler rum. Da fahren die LKWs rein. Kann man gucken. So, Strom brauchen wir wieder. Wo sind denn diese Roboter? Jetzt habe ich doch eben gesehen, da. Heimcomputer wollen sie wieder haben. Hier ist kein Strom bei denen. Das Gute ist, du hast halt hier keine Grundkosten. Es wird dir nichts abgezogen. Weißt du, es gibt keine Steuern, keine Miete, kein nichts. Keine Unterhaltskosten. Das ist total geil. Du produzierst und mit dem Produzierten arbeitest du. Das ist ultra geil so. Warum soll ich denn auch für das, was ich produziere, irgendwelche Miete oder irgendwas zahlen? Ich bin am Planeten, ich stelle her, ich tue das Ganze basteln und dann wieso soll ich denn was zahlen? Das ist total geil, dass es sowas nicht gibt. Kurz schauen, dass ich mal kurz rüberschiebe das da, weil hier, da gibt es die Ressource nicht. Beton und Stahl, daraus baue ich die ganzen Gebäude. Und das sind halt die Ressource, die man halt hat. Das finde ich super. Man zahlt keine Miete, man braucht nichts, man tut sich einfach nur aufbauen, tut die Sachen produzieren und die produzierten Sachen verarbeitet man. Nicht immer dieses Steuerdingsbums. Kann sein, dass das noch dazukommt. Ich habe mir noch nicht angeschaut das Ganze. Es gibt ja so Zukunftspläne, wo man voten kann, was sie alles machen möchten. Man kann die Community voten, aber das möchte ich auf keinen Fall, dass so ein Steuersystem kommt. Finde ich, macht gar keinen Sinn. So. Achso, ich wollte noch diese Heimroboter bauen. Da. Da. Ist dann voll entspannt. Du musst dann nicht irgendwie schauen, dass du, wenn du das jetzt baust, dass du zu viel Miete hast, zu viele Kosten. Geht los, Action hier, Grombi.
Und wenn du das richtige Gebäude neben das Gebäude baust, hast du für deine Vorteile. Boah, hier wird's halt ultra davon profitieren, aber ich habe ja keinen Platz hier. Boah. Ich glaube, ich tue das eine weg. Und tu das hier hin. Dann ist die Effektivität brutal erhöht. Pro Gebäude, was ringsherum ist, 8%. Natürlich brauche ich jetzt wieder Motoren. Ja, nee, ich baue die, wo die Motoren die anderen sind. Da profitiere ich nur. Achso, von Beton profitiere ich da. Aber wie kriege ich eine Straße hier hin? Kann ich da irgendeine Straße ziehen? So? Nee, oder? Keep racing, Grombi! Also mir gefällt die Strecke nicht, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, schon letztens mal gesagt. Die ist sehr, sehr komisch. Die hat einfach copy-pasted von anderen Strecken und keinen eigenen Stil. Es ist viel zu künstlich gemacht, so das Ganze. Und viele seltsame, enge Kurven. Was für die Formel 1, finde ich, nicht geil ist. Also, ich finde sie nicht gut. Mal schauen. Was meinst du? Wann ist... Haben wir Safety Car? Ziemlich zeitnah. Das wäre ultra geil, so eine Fabrik dahin zu bauen. Aber wegen Straße geht das nicht. Warte, ich baue das hier hin. Wenn ich jetzt mehr von dem baue... Muss doch gehen, oder nicht? Ja doch, so geht's, schau. Jetzt geht's. Schon wieder Neuronalprozessoren hier. Na dann, good luck at all. Good luck at all. Nanoröhren schon wieder. Schon wieder werden Technik hier gefunden, das Futter hier. Nanoröhren. Yo. Ja. Bis jetzt alles gut gegangen soweit. Brauchen die hier Kohlenstoff? Soll ich hier die Straße erweitern? Oder ist die schon... Ne, die ist noch nicht rein, oder? Oh, jetzt geht das schon wieder nicht. Schade.
Egal, okay. Kohlenstoff, zack, zack. Machen wir hier wieder Sand. Oh, random Sand brauchen wir jetzt wieder hier. Hier wäre ja ein super, wenn wir so eins hinstellen könnten. Für die Produktion hier. Okay, habe ich. Ja, dann bringt das doch hier rein, von dem dahin. Das hier. Oh. Macht nichts. Wir tun das noch ändern, weil ich möchte die Straße hier so haben, so verbessert. Tun wir das halt dahin. Ich möchte aber die Straße auch hier verbessert haben. Das heißt, wir müssen das vielleicht einen Meter verschieben. Wie genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber... Das wird da ultra... Dass das hier gar nicht geht? Na doch, hier geht's. Das hier müsste aber auch geändert werden. Muss doch hier irgendwo funktionieren. Diese scheiß Strommasten, ey. Das ist so ekelhaft hier zu haben immer. Okay, hier wär's perfekt schon. Müsste das hier dreispurig machen alles. Ja, aber dann kann ich hier nichts mehr hinbauen. Also die Erforschung der Schulen, die dauert. Gelb 0. Blau, grün. Ich weiß nicht, kann man das nicht beschleunigen? Aber gut vom Max am Anfang überholt, ne? Hast du das gesehen, Grombi? Wie der Max sich zwischen die zwei Ferraristen gestellt hat hier. Hast du das gesehen? Jetzt direkt vom Max hier der Start. Die Frage ist halt, kann ich irgendwie schneller forschen? Ich würde jetzt gern wissen, wenn ich die Schule, wo ich die Schule hinklatschen muss. Weil hier steht, Geld braucht es. Produktion. Braucht nichts. Blau, ist alles gut.
Also geht es anscheinend nicht schneller. Ja gut, dann baue ich weiter Manschgal hier. Mal schauen. Wo ich dann die Schule hin tue. Vielleicht reise ich dann einfach was ab und tue in die Schule in die Mitte hin und fertig. Mal gucken, ob ich das hinkriege hier. Jetzt hat er wieder an der Ecke keinen Strom. Schade. Der Arme. Muss halt ohne Strom leben. Muss halt ohne Strom leben. Was soll das? Man kann ja nicht jeden Luxus erwarten hier, oder? Boah, wie viel Sauerstoff da jetzt kommt. So, wie schaffen wir das mit dem Strom da wieder? Kann es halt nicht da richtig bauen hier. Ja gut, das hat keinen Park. Das hat einfach keinen Park. Wäre das jetzt so schlimm, wenn einer einfach nicht aufsteigt, weil er keinen Park hat und die anderen sind okay? Komm, ich mach das jetzt einfach so und schau, wie das aussieht dann. So, ich kann ja nicht. Ja, ich kann ja nicht zur Stromleitung. Das ist ja der Schmarrn. Ich versuche irgendwie einen Abschluss mit den Straßen zu machen, aber die Stromleitungen ist das halt auch nicht gegeben. Hier muss immer halt so. Da muss ich quasi eins länger weitermachen hier. Wegen Leitung so. So. Dann versuche ich jetzt einfach noch so eine Reihe hinzuklatschen hier. Lass schon mal, das geht sogar da noch. Ob wir die gleich richtig anbinden können, weiß ich nicht, aber das sehen wir dann gleich. Sie werden auf jeden Fall keinen Park haben, schätze ich mal. Stadion geht bei einigen. Ich müsste. Das machen wir gleich. Wir machen gleich einfach ein Stadion und ein Park da rein, nebeneinander. Wir machen noch so eine Reihe. Mir gefällt diese Reihe. Ich würde sogar noch weiter ausbreiten, aber lassen wir erstmal so.
Lass mal erstmal so. So habe ich früher eigentlich immer in SimCity gebaut. Also, so schön rein. So wie so ein, wenn man so mal im Fernsehen zeigt, in Amerika, wie es gebaut ist. So schön aneinander, ein Haus an Haus. Dann irgendwo die Industrie. Und dann die Arbeitsplätze. Lang nicht mehr sowas gespielt. Jetzt wieder die Verfolgungsjagd hier. Verstappen jagt Leclerc. Das ist ja wie immer. Das ist ja gigantisch. Das ist ja gigantisch. Deswegen würde ich sogar Park. Oh, ich habe fast keinen Beton mehr. Weil ich so viel gebaut habe hier. Oh. Ups. Betonfabrik müssen wir noch 20 bauen jetzt dann. Ich kann doch nicht einfach hier einmal aufhören zu bauen. Was ist denn nicht mit dem? Der hat keinen Park. Und der hier? Der hat keine Computer, der Arme. Der Arm müssen wir irgendwo, wo eigentlich nichts ist und random was gebaut werden kann. Einfach in die Betonfabrik hinklatschen. Boah, hat der überholt oder was? Der Verstappen hat schon Leclerc überholt. Leute, hab ich gar nicht gesehen gerade. Das ging aber schnell. Ich hatte eben hingeschaut, dass er ihn jagt und auf einmal ist er weg. Auf einmal ist er hinter ihm. Yo! Gibt ja bestimmt bald Wiederholung. Schwefel. Wir brauchen wieder Sand. Ach, das ist ja kein Problem. Machen wir es direkt hier. Lohnt sich ja dann. Dann könnte ich es direkt rüberbringen. Hier. Hausgeräte brauchen wir wieder. Natürlich, jetzt müssen wir den ganzen Bedarf decken von den Häusern, die eben da sind. Okay. Geil, Mann. Jetzt müssen wir den Bedarf decken. Hausgeräte war hier. Die profitieren ja auch von dem, ne? Haben wir ja gesagt. Uiuiuiui, so viel. Kann ich hier so eine Straße hinbauen? Klar. Dann machen wir hier die Hausgeräte hin. So, fertig. Nur gleich zwei wieder. Ganze Wüste voller Strom hier, voller Solaranlagen. Ich finde, das ist schädlich. Die ganze Wüste ist da. Also, geht da kaputt. Man sollte einfach ein Atomkraftwerk hinklatschen. Ich muss warten, bis ich 200 Beton habe. Wieder Strom. Oh, der Verstappen kann sie wirklich absetzen. Krass, krass. Mhm. Zack, wir haben Strom. Da brauchen wir direkt hier noch Sauerstoff.
Hier bauen wir noch ein bisschen Sauerstoff hin. Sauerstoff. Wir haben ja schon Straßen. Zack, zack. Beton fehlt mir jetzt wieder. Sogar für Straßen hier. Frech. Jetzt zack. Gut. Ja, dann können wir ja direkt Sauerstoff hier bauen. 1, 2. Jetzt aber. Jetzt brauchen wir einfache Mahlzeiten. Ja, können wir hier auch direkt den klatschen, ist kein Problem. Einfache Mahlzeiten, na klar. Einmal, zweimal. Was haben wir noch? Computer. Geht schon ins Bettchen. Okay. Dann wünsche dir eine gute Nacht, angenehme Träume. Die warte gerne mal. Dann schlaf schön und angenehme Träume, Technikus. Bis tomorrow. Noch mehr Hausgeräte. Nuklear. Da sind wir. Nicht genug Stunden, Stunde ist 2. Oh. Ja gut, das ist ja gar nicht angebunden hier. Das ist ja ein eigenständiges Stromnetz hier. Weißt du? Ein eigenständiges. Ich sag's dir. Egal, auch wenn es so nah dran ist, oder? Effizienz 61, Effizienz 100. Plus 4, den Rand so. Oh. Auch nicht gut. Und was kollidiert denn das mit dem Stein, oder was? Warum benötigt das denn 143 auf einmal? Was habe ich denn da hingebaut? Und warum ist dieses Stromnetz hier? Ja, ich muss das Stromnetz mit dem anderen verbinden, sonst geht das nicht. Ich muss es irgendwie mit dem Hauptstromnetz verbinden. Kann ich es hier über die Felsen so machen irgendwie? Weil das ist dann gar nicht so weit weg. Geht das? Müsste verbunden sein jetzt. Jo. Jetzt ist das alles verbunden hier. So, was fehlt denn? Oh, wieder Chips hier. Semiconductors, rein da. Semiconductors. So, also, so wieder. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Well.
Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Falls euch gefallen hat, schnabulieren, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, droppt ein Follow, sagt Hallo. Mich würde das freuen. Euch kostet das nichts und mir hilft es irgendwann beim Wachstum. Also Infraspace, diese Folge zu Ende. Servus.